In der heutigen Vorlesung zu Grundwasserströmung möchte ich Ihnen das entscheidende Gesetz der Grundwasserströmung, nämlich das Filtergesetz von Darcy, vorstellen, was im 19. Jahrhundert letztendlich entwickelt wurde. Bevor wir damit anfangen, aber zunächst einmal der historische Überblick, wo steht Darcy? Nachdem man die Grundprinzipien der Strömungsmechanik mit der Bernoulli-Gleichung einigermaßen verstanden hat, ging es darum, erstmal Widerstandsformeln zu finden. Denn wie Sie wissen, wenn ich die Bernoulli-Gleichung alleine anwende, dann kürzen sich in der Regel alle Terme heraus, weil ich ja keinen Verlustterm da drinne habe. Ich bekomme also keine Aussagen zu einer Strömungsgeschwindigkeit in einem gleichförmigen Gerinne, in einem Rohr oder in einem porösen Medium. Der erste, der eine solche Fließformel eingeführt hat, war Antoine Chézy 1768 für Gerinne. Dann ging es weiter mit Rohren, dass sich mehrere damalige Autoren, also Jaspar de Prony, Gottlieb Heinrich Ludwig Hagen, ebenfalls Jean-Léonard-Marie Poiseuil, das Poiseuilsche Gesetz, haben sich alle mit Rohrströmungen beschäftigt. Prony erstmal in der einfachsten Form, dann kam wurden die Formeln komplexer. Poiseuil hat es dann für kapillare Röhrchen, also für Blutgefäße, ausgerechnet. Und dann kam die Darcy-Weisbach-Formel von Julius Weisbach, so wie wir sie heute kennen. Ja, die ist allerdings nicht von Darcy. Was Darcy dann tatsächlich gemacht hat, war eine neue Formel, und zwar ein Fließwiderstand. Wenn ich ein Rohr mit porösem Medium, wenn ich dieses Rohr also mit Sand fülle, welcher Widerstand ergibt sich denn in einem solchen Rohr? Doch bevor wir zu der Darcy'schen Formel kommen, möchte ich Ihnen zunächst erstmal kurz sein Leben vorstellen. Wer war Darcy? Darcy, Henry Darcy, geboren 1803 in Dijon. Seine Mutter, der Vater ist sehr frühzeitig gestorben. Die Mutter hatte sich um zwei Söhne zu kümmern, und beide Söhne hat sie sehr darauf geachtet, dass sie eine gute Ausbildung bekamen. Henry Darcy ist dann 1823 mit 20 Jahren an die École de Pont et Chaussée nach Paris gegangen, die wir ja schon aus verschiedenen historischen Veranstaltungen kennen. Dort wurden die damaligen Bauingenieure ausgebildet, und Darcy hatte das Glück, 1826 dann auch in das Corps de Pont et Chaussée aufgenommen zu werden, wo er dann wieder in Dijon wirkte. Es gab also damals so etwas wie eine Bundesanstalt, würden wir heutzutage sagen, wo dann Leute auf Staatskosten forschen konnten, entwickeln konnten, als Bauingenieure tätig werden wurden. Ja, er ist gleich 1826 in seine Heimatstadt Dijon zurückgekommen und sollte sich dort dann zunächst erstmal mit der Trinkwasserversorgungssystem für Dijon beschäftigen. Ja, das hat er dann auch verwirklicht. Dieses Trinkwasserversorgungssystem, was unter der Leitung von Henry Darcy damals entwickelt wurde, bestand aus einer Quelle, die in zwei Reservoire geleitet wurden. Er hat für diese Trinkwasserversorgung 5,5 Kilometer Aquädukte gebaut, 11 Kilometer Rohrleitung. Das ist also im heutigen Maßstab ist das nichts. Ganz wichtig eben eine große und eine kleine Fontäne, damit man auch sieht, ich habe eine tolle Trinkwasserversorgung. Das, was dann aber mehr oder weniger nebenbei benannt wird, ist dann 120 öffentliche Trinkwasserbrunnen. Man ist also damals an einen Brunnen gegangen, hat sich das Trinkwasser daraus geschöpft und hat es dann nach Hause getragen. Davor gab es in Dijon keine funktionierende Trinkwasserversorgung. Das muss man sich an der Stelle einmal klar machen. 1840 wurde diese Trinkwasserversorgung in Betrieb genommen, und er wurde zugleich dann auch Chefingenieur dieses Corps of Point, de Pont et Chaussée, und zwar für den Bereich Dijon, also Côte d'Or. Das so etwa als Lebensweg. Eine weitere wichtige Errungenschaft, die Darcy dann erreicht hat, dann in seiner Funktion als Chefingenieur, war, dass er die Eisenbahntrasse, die damals gebaut wurde, Paris-Lyon, durch Dijon hat leiten können. Es war ursprünglich geplant, dass diese Trasse, die die beiden wichtigen Städte Paris und Lyon im Süden verbindet, nicht durch Dijon geht. Darcy hat sich dafür eingesetzt, und tatsächlich, wenn Sie heute mit dem TGV fahren, werden Sie feststellen, dass Sie auch in der Stadt Dijon da halten. Ja, und 1856, sehr kurz vor seinem Tode, hat er dann sein Hauptwerk geschrieben, Les Fontaines Publiques de la Ville Dijon. Also auch hier sehen Sie an der Stelle, die Fontänen scheinen wichtiger als die Trinkwasserbrunnen zu sein. Das ist sein Hauptwerk, und zwei Jahre später ist er dann an einer Lungenentzündung gestorben. Insgesamt war er auch Zeit seines Lebens schon relativ kränklich. Man
vermutet, dass er an einer Hirnhautentzündung leidete, also ist im Alter von nur 55 Jahren dann als großer Macher in dieser Stadt Dijon, die ihn auch dementsprechend ehrt, es gibt da einen Darcy-Platz, frühzeitig verstorben. Ja, kurz vor seinem Tode hat er sich dann auch mit dem beschäftigt, mit dem wir uns heute beschäftigen, nämlich damals fand die Forschung in einem Krankenhaus statt. Krankenhäuser waren damals oder Hospitale waren damals Begegnungsstätten, wo, wenn es keine Universität in einer Stadt gegeben hat, da man eben auch geforscht hatte, er hat sich da einen Raum angemietet und da hat er Versuche zu porösen Medien gemacht und den Versuchsaufbau, der sieht ein bisschen anders aus, als wir hier ihn auf der nächsten Folie uns anschauen können. Würde ich heute folgendermaßen darstellen. Damals war er vertikal, aber darum, das spielt keine Rolle. Wir haben ein Rohr, was Sie hier unten sehen, was in diese Richtung verläuft. Und wir lassen durch dieses Rohr einen Durchfluss Q laufen, also Kubikmeter pro Sekunde. Und dieses Rohr ist gefüllt mit Boden, mit granularem Material, mit was auch immer. Aber irgendeinem Granulat, in der Regel irgendein Boden. Ja, und die Frage ist, welch eine Druckdifferenz benötige ich oder beziehungsweise wie viel Druck verliere ich, wenn ein gewisser Durchfluss durch diese Bodenprobe geht? Das kann man natürlich ganz einfach machen, indem ich am Beginn der Bodenprobe einen Standrohrspiegel habe. Das wäre also hier dann an der Stelle, dann messe ich eben über Rho mal G mal H dann direkt den Druck hier in meinem Einlaufbereich und im Auslaufbereich mache ich ebenfalls ein Standrohr, heftig ein Standrohr an und dann kann ich da im Auslauf ebenfalls den Druck bestimmen. Den Druck bestimmen und habe dann hier dementsprechend die Druckdifferenz. Ja, und das ist im Prinzip aus der Standrohrspiegeldifferenz Delta H bekomme ich dann die Druckdifferenz heraus. Ja, und was Darcy damals herausgefunden hat, war Folgendes. Er hat herausgefunden, dass die Geschwindigkeit oder der Durchfluss mal ist Querschnitt, Durchfluss ist Querschnitt mal Geschwindigkeit, also der Durchfluss proportional auf der einen Seite dem Delta H ist. Umso mehr Druckdifferenz ich habe, umso mehr, also Energie wird in dieser Bodenprobe, in diesem Boden verbraucht. Auf der anderen Seite ist es proportional zur Länge, auch klar, oder beziehungsweise umgekehrt proportional zur Länge. Proportional zur Länge, ich verliere umso mehr Druck, umso länger hier mein durchflossener Bereich ist. Ja, und das Ganze kann man dann zusammenfassen. Delta H zu Delta N wäre dann also dp nach dx oder Gradient H oder dh nach dx und das Darcy-Gesetz in der heutigen Form würde lauten, dass ich sage, die Strömungsgeschwindigkeit ist proportional zum Gradienten des Standrohrspiegelgefälles oder proportional zum Gradienten des Druckgefälles. Ja, und dazu hat Darcy einen Proportionalitätsfaktor eingeführt, der Durchlässigkeit oder Durchlässigkeitsbeiwert heißt, den ich im Folgenden und der auch oftmals Kf bezeichnet wird. Die Bezeichnung im Grundwasser gehen manchmal ein bisschen durcheinander. Manchmal heißt er K, manchmal heißt er Kf. Ich werde ihn im Folgenden Kf bezeichnen, weil er sich auf die Filtergeschwindigkeit bezieht. Der Durchfluss, das hatten wir in der letzten Vorlesung, oder wenn ich den Durchfluss durch den durchflossenen Querschnitt teile, dann bekomme ich nicht etwa die Strömungsgeschwindigkeit heraus, die man im Grundwasser als Abstandsgeschwindigkeit bezeichnet, sondern die Filtergeschwindigkeit, weil natürlich die wirkliche Geschwindigkeit der Wassermoleküle hier durch dieses poröse Medium, durch dieses Granulat ist viel größer als die Filtergeschwindigkeit. Ja, also die Strömungsgeschwindigkeit ist, und jetzt kommt wieder das übliche Minuszeichen, umgekehrt proportional, umso größer die Neigung der Drucklinie ist, umso größer ist die Strömungsgeschwindigkeit. Also Minusgradient Kf mal H. Minusgradient Kf mal H, das Minuszeichen deswegen, weil ich eben hier einen negativen Gradient habe und die Strömungsgeschwindigkeit ist, wenn der Gradient negativ ist, ist die Strömungsgeschwindigkeit positiv. Ja, das ist das Rho-Gesetz. Hier steht also dh nach dx oder Delta H durch Delta L. In dreidimensionalen wäre es Gradient H. Ja, wenn ich H durch P durch Rho mal G, also durch die Druckhöhe ersetze, dann bekomme ich eine andere Form des Filtergesetzes von Darcy heraus. Das wäre die Filtergeschwindigkeit ist minus Kf durch Rho mal G mal Gradient des Drucks. Habe ich also in einer Grundwasserprobe Aussagen über den Druck, kenne ich den Druck an irgendeiner Stelle, dann kann ich mir aus diesem Gesetz dann ebenfalls das
die Filtergeschwindigkeit bestimmen. Ja, wenn Sie sich das genauer anschauen, werden Sie allerdings feststellen, in der Vertikalen stimmt das nicht. In der Vertikalen stimmt das nicht, das schauen wir mal uns an. Dazu gehe ich vielleicht doch noch mal einmal zurück. Gradient P in der Vertikalen ist natürlich grundsätzlich, jetzt muss ich überlegen, negativ, weil der Druck nach oben, also in Z-Richtung nimmt ab. Gradient P ist negativ, mit einem negativen Vorzeichen wird das positiv. Wir würden also in einer stehenden Bodenprobe, die mit Wasser gefüllt ist, immer eine Aufwärtsgeschwindigkeit berechnen. Das kann natürlich nicht sein. Und damit kommen wir zu dieser Folie zurück. Also P ist gleich Rho mal G mal Zs minus Z. Das wäre in der Hydrostatik unser Porenwasserdruck, unser Druck zwischen den Poren. Denn zwischen den Poren ist es ja nichts anderes, als wenn wir in der Hydrostatik hier einfach runtergehen, uns einen Weg suchen und immer die Stücke in Z-Richtung muss ich addieren. Das heißt, ich komme hier auf ein hydrostatisches Gesetz. Der Druck ist in etwa dem hydrostatischen Druck. Ja, rechne ich mir daraus dann dp nach dz aus. dp nach dz ist minus rho mal g. dp nach dz ist minus rho mal g. Die W-Geschwindigkeit ist also minus kf durch rho mal g mal dp nach dz. dp nach cz ist rho mal g, das teilt sich hier weg. Wir kriegen also heraus, die W-Geschwindigkeit ist die Durchlässigkeit. Die W-Geschwindigkeit ist die Durchlässigkeit. Und das ermahnt mich an der Stelle, Ihnen noch etwas über die Einheit der Durchlässigkeit zu bestimmen. Was hier richtig ist, ist die Einheit, nämlich Meter pro Sekunde oder Millimeter pro Sekunde. Also der Kf-Wert, der Durchlässigkeitsbeiwert, hat die Einheit einer Geschwindigkeit. Allerdings, wenn wir jetzt rein eine stehende Bodenprobe betrachten, würde unser Darcy-Gesetz hier sagen, es strömt nach oben. Es strömt nach oben, auch wenn hier die Ränder geschlossen wären, und das kann natürlich nicht sein. Wir müssen das Gesetz in der Vertikalen korrigieren, und das machen wir folgendermaßen, indem wir in der Vertikalen minus rho mal g dazu addieren oder beziehungsweise abziehen. G ist der Gravitationsvektor 0,0 minus 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Das heißt, ich arbeite mit diesem Vektor dann nur dementsprechend in der Vertikalen. Und dann fällt Gradient P, war ja, hatte ich ja schon gesagt, Rho mal G. Und dann steht hier minus Rho mal G, das fällt dann dementsprechend weg. Oder beziehungsweise minus Rho mal G ist Gradient P. Und dann steht hier minus minus Rho mal G. Also es findet dann keine Strömung in der Vertikalen statt. Und das ist das erweiterte Darcy-Gesetz. Wenn wir es im Dreidimensionalen, wenn wir damit dreidimensional arbeiten, dann sollten wir das Gesetz in dieser Form auch wirklich anwenden. Ja, im nächsten Schritt möchte ich Ihnen dieses Darcy-Gesetz einmal aus der Impulsgleichung herleiten. Und zwar, ich möchte diese Herleitung machen, die ein bisschen sicherlich mühselig ist, aber wir wollen sie in aller Kürze hier einmal durchführen, um zu sehen, ob wir daraus Aussagen über Kf bekommen. Können wir also daran Aussagen gewinnen, wie groß ist eigentlich dieser Durchlässigkeitsbeiwert? Und das kann man relativ gut. Oder? Und zudem kann man dieses Darcy'sche Filtergesetz aus unserer Impulsgleichung herleiten. Ja, was wir im Folgenden betrachten werden, ist ein Impuls, ist ein folgender Kontrollraum. Wir nehmen mal an, unser Boden besteht aus vielen einzelnen Körnchen. Und diese Körnchen sind alle in einer quadratischen oder in einer kubischen Struktur gepackt. Das heißt, über diesem steht an dieser Stelle der nächste Korn, hier am Rand steht das nächste Korn und hier am Rand steht das nächste Korn. Und das dreidimensional so weitergeführt. Wir packen also in einer Schachtel überall diese Körnchen des Bodens zusammen und dann gehört zu jedem Korn der blau schraffierte oder der blau dargestellte Porenraum. Wir haben also einmal einen Kontrollraum, der aus Feststoff besteht. Das wäre Omega S, den wir im Folgenden nicht betrachten wollen. Und Omega F ist unser Flüssigkeitsraum, das ist der blaue Raum. Und der Gesamtkontrollraum, für den wir gleich die Impulserhaltung aufstellen wollen, ist Omega gleich die Vereinigung des flüssigen und des festen Raumes. Für das wollen wir mal die Impulsgleichung aufstellen. Und in der nächsten Folie möchte ich noch mal an die Impulsgleichung zurückerinnern. Sie sollten, wenn Sie das nicht haben, in der Strömungsmechanik dann die entsprechende Vorlesung hierzu wiederholen oder die Herleitung, die jetzt folgt, einfach überspringen. Ja, die Impulsgleichung hatten wir folgendermaßen aufgestellt. Die Impulsänderung ist über alle Ränder, die Zu- und Abfluss von Impuls, über eintretende Masse, Trittmasse, mit einer gewissen Geschwindigkeit in ein Kontrollsystem, dann
ändert sich auch der Impuls. Der Impuls ändert sich durch ferner durch angreifende Kräfte. Und das sind die Druckkräfte und die Viskosereibung an den Rändern. Das hatten wir in der Strömungsmechanik als Impulserhaltung definiert oder beziehungsweise hergeleitet für Strömungssysteme. Und hinzu kommt natürlich noch die Gravitations- oder Gewichtskraft. Das muss ich logischerweise immer berücksichtigen, ja. Das über die geschlossenen Ränder. Wenn mein Rand jetzt unregelmäßig geformt ist, dann ersetze ich die Summation über alle diese Kontrollränder AI durch eine Integration über den Kontrollraum, über den Rand des Raums. Ich sage jetzt also, die Summation infinitesimalisiere ich. Ich mache infinitesimal kleine Kontrollrandbereiche dA und integriere darüber. Dann entsteht dieser Ausdruck. Dieser Ausdruck ist die allgemeinste Form der Impulserhaltungsgleichung für beliebig geformte Ränder. Für beliebig geformte Ränder. Und die wollen wir uns nun für unseren Kontrollvolumen einmal auswerten. Das ist die Idee und schauen, was dabei herauskommt. Zunächst gehen wir natürlich davon aus, dass unsere Strömungsgeschwindigkeit stationär ist. Wie immer haben wir es mit einem stationären Problem zu tun, außer wenn wir es denn anders haben wollen. Die Strömung ist also kontinuierlich da und wir fragen uns, ja, welche Strömungsgeschwindigkeit ergibt sich da? Die I nach dt ist jedenfalls erstmal null. Das zweite, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, ist, Grundwasserströmung nehmen wir immer als schleichend an. Und schleichend heißt, dass das Geschwindigkeitsquadrat, was hier steht, etwa null ist. Wenn die Geschwindigkeit sehr klein ist, sowieso schon sehr klein ist, dann ist das Geschwindigkeitsquadrat, was hier steht, noch mal viel kleiner. Das heißt, das können wir als Null ansetzen und dann haben wir eigentlich nur in unserer Gleichung noch einen Druckterm, die Viskosität und die Gewichtskraft. Und sie werden die Geschwindigkeit taucht nur noch im viskosen Term aus. Das wäre die Impulsgleichung jetzt für das gesamte Kontrollvolumen. Ja, das soweit und das wollen wir weiter vereinfachen. Der nächste Schritt ist, jetzt gehe ich in die falsche Richtung. Der nächste Schritt ist, ich möchte M mal G genauer ausrechnen. Mit M mal G und wir wollen uns jetzt nur auf die flüssigen Anteil beschäftigen. Das ist ja nichts anderes als das Volumen von Omega F des flüssigen Anteils mal Dichte des Wassers. Und das Volumen von Omega F können wir bestimmen als das Volumen von Omega mal Porosität. Da haben wir dann unseren ersten empirischen Parameter drin oder beziehungsweise unseren makroskopischen Parameter. Wenn wir das Gesamtvolumen, die Betragsstriche sollen immer heißen, ich möchte an der Stelle nicht den Kontrollraum betrachten, sondern dessen Volumen. Also das heißt, dass das Wasservolumen ist das Gesamtvolumen mal Porosität, mal Rho mal G. Damit bekommen wir das hier herein. Und unseren Rand zerlegen wir jetzt in einen festen Rand und in einen flüssigen Rand. Das heißt, in der zweiten Gleichung habe ich einfach nur das Randintegral zweimal hingeschrieben durch Copy und Paste, aber die Integrationsgrenze hier einmal den festen Rand genommen und hier einmal den flüssigen Rand. Da hat sich also nichts groß geändert. Ja, an festen Rändern kennen wir diesen Ausdruck schon und da müssen Sie sich die Strömungskraft auf Körper noch mal genau angucken. Da hatten wir definiert, dass das Randintegral des Druckes, also das Integral des Druckes über einen festen Rand minus die Visko oder beziehungsweise plus die Viskosität an diesem Rand, das heißt die Scherkräfte an meinem Rand, nichts anderes sind als die Strömungskräfte oder das sind eigentlich die Strömungskräfte. Die Scherung an einem festen Körper, die eine Fluid darauf auswirkt und der Druck, die das Fluid auf den Körper aussieht, ist nichts anderes als die Strömungskraft auf diesen Körper. Wenn Sie das an der Stelle noch nicht nachvollziehen können, dann müssen Sie hier diese Vorlesung Strömungskraft auf Körper nochmal wiederholen. Das ist tatsächlich nichts anderes als die exakte Berechnung der Strömungskraft auf einen Körper. Und deswegen habe ich das auch genauso zerlegt. Also wir ersetzen den Omega S oder das Integral über den Rand von Omega S nun durch die Strömungskraft. Nun durch die Strömungskraft, es bleibt Omega F, d Omega F, also das Randintegral über den fluiden Rand zu bestimmen, also über den blauen quadratischen Rand in unserem Fall. Das wäre das. Ja,
Dazu erstmal eine weitere Betrachtung. Wenn jetzt unser Gebiet, so wie ich das angenommen habe, und dazu müssen Sie kurz an die Tafel schauen, hier haben wir jetzt irgendeine Strömungsgeschwindigkeit. Darüber liegt das nächste Korn und sei genauso aufgesetzt wie dieses Korn. Dann kann ich natürlich sagen, dass hier wahrscheinlich gespiegelt an diesem Rand die gleiche Strömungsgeschwindigkeit sein muss. Das Problem ist spiegelsymmetrisch hier an dieser Linie und das wird sich im nächsten Korn so weiterführen. Das bedeutet, dass über meinen Rand, wenn hier die Geschwindigkeit über diesen Rand gleich ist, dann heißt das Gradient V mal N mal normalen Einheitsvektor ist 0. Weil sich über meinen Rand die Geschwindigkeit nicht ändert. Das bedeutet ja immer Gradient V mal normalen Einheitsvektor integriert über den Rand. Also am Rand, über den Rand hinaus gesehen, ändert sich die Geschwindigkeit in einer infinitesimalen Abstand beim Rand nicht. Und damit wäre das 0. Und wir bekommen letztendlich nur noch den Druckterm hier dann da drinne stehen. Ja, den Druckterm bearbeiten wir weiter. Das ist ein Randintegral, den kann ich zu einem Volumenintegral machen durch den Gaußschen Integralsatz. Das heißt, hier steht dann Gradient P und ich integriere über das Wasservolumen. Gradient P und ich integriere über das Wasservolumen. Das wäre alles. Und im letzten Schritt möchte ich nun sagen, dieses Gradient P, sage ich, hat irgendeinen Mittelwert über mein Kontrollvolumen. Ich ersetze das also durch einen konstanten Mittelwert. Dann kann ich das Gradient P vor das Integral schreiben. Und dann steht hier Omega F d Omega. Und das ist nichts anderes als das Volumen Omega F. Ein Integral über etwas, über ein Volumen, ist nichts anderes als das Volumen dieses Kontrollraums. Und das hatte ich ja mit Omega F bezeichnet. Gradient P ist jetzt der Mittelwert der Abnahme des Druckes über mein gesamtes Volumen. Diese Vereinfachung ist sicherlich korrekt. Ja, Omega F kann ich wieder folgendermaßen schreiben. Omega F ist ja mein flüssiges Volumen. Das ist das Gesamtvolumen mal Porosität. Flüssiges Volumen ist Gesamtvolumen mal Porosität. Und das Gesamtvolumen ist der Durchmesser meines Korns hoch 3. Das Gesamtvolumen ist der Durchmesser meines Korns hoch 3, weil ich das ja so vorausgesetzt habe und das kann ich dann hier dementsprechend einsetzen. Ich setze also hier mein Gesamtvolumen ein und hier mein Gesamtvolumen ein. Und dann bekomme ich auf diese Gleichung. Das dazu. Was uns fehlt, ist der Strömungswiderstand. Und wenn wir davon ausgehen, dass unsere Geschwindigkeiten sehr klein sind, dann kommen wir eine weitere Vorlesung, die Sie hier als Voraussetzung brauchen, dann können wir das, was wir in der Vorlesung über den Stokeschen Widerstand gelernt haben oder über den Widerstand einer Kugel gelernt haben, dann können wir hier die Stokesche Widerstandsformel einsetzen. Die sagt nämlich 6π mal Anströmgeschwindigkeit mal Viskosität mal Radius einer Kugel. Ja, das kann ich ein bisschen umformen, das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen vorführen. Das ist relativ einfach. Ich ersetze erstmal den Radius durch den Durchmesser. Das ist, glaube ich, meines Erachtens das Gleiche. Und die Anströmgeschwindigkeit in unserem porösen Medium ist nichts anderes als die Strömungsgeschwindigkeit. Und dann habe ich noch den Querschnitt, den angeströmten Querschnitt hier eingeführt. Das ist Pi d Quadrat Viertel. Deswegen steht hier ein angeströmter Querschnitt. Das kann ich jetzt hier einsetzen in meine Formel und bekomme das heraus. Und die löse ich jetzt nach V auf. Und dann bekomme ich diese Formel heraus. Und Sie sehen an der Stelle, wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir das Darcy-Gesetz herleiten konnten. Hier steht Gradient P minus Rho mal G. Das war jetzt auch sicherlich keine große Kunst, aber wir kriegen hier vorne auch einen Wert für unser Kf heraus. Für unser eine explizite Formel für unser Kf heraus. Der einzige Unterschied, was noch nicht stimmt, ist, das war jetzt immer die Abstandsgeschwindigkeit oder die tatsächliche Strömungsgeschwindigkeit. Die müssen wir natürlich noch auf die Filtergeschwindigkeit umrechnen. Das tun wir nichts anderes. Das hatten wir dann in der Vorlesung zu den Grundwasserströmungen, zu den Filtergeschwindigkeiten, zur Definition des Porenraums gemacht. Die Abstandsgeschwindigkeit rechne ich in die Filtergeschwindigkeit um, indem ich mit der Porosität mal nehme. Das heißt, hier steht kein Phi Quadrat, sondern hier steht am Ende, wenn ich es auf die Filtergeschwindigkeit hier steht kein Phi, sondern ein Phi Quadrat, wenn ich das denn auf die Filtergeschwindigkeit beziehe. Ja, was noch fehlt, ist der angeströmte Querschnitt. Der angeströmte Querschnitt einer Kugel ist Pi d Quadrat Viertel, das kann ich hier auch noch einsetzen. Und dann vergleiche ich das alles mit der Stokeschen Formel und dann kriege ich heraus mein mit der Impulserhaltung hergeleitete Stokesche Formel besagt, dass der Durchlässigkeitsbeiwert nach Darcy gegeben ist als G mal
durch Korndurchmesser mal Porosität zum Quadrat geteilt durch 3 mal Pi mal kinematische Viskosität meines Fluides. Ja, diese Durchlässigkeit hat, wie ich schon sagte, die Einheit Meter pro Sekunde. Und Sie sehen auch in unserer Herleitung, dass da immer die Gravitation erscheint und immer die Viskosität über die anderen Sachen wird sich vortrefflich dann in der experimentellen Strömungsmechanik gestritten. Wir können aber zumindest erstmal G und Nü herausnehmen. Wir definieren also eine neue Konstante und das ist die sogenannte Permeabilität. Das ist unsere Durchlässigkeit mal Viskosität durch G. Wenn ich also unser Kf mit Viskosität multipliziere, fällt es weg und durch G teile, fällt es weg. Und diese Permeabilität hat die Einheit Quadratmeter. Das wird manchmal gerne benutzt, aber in den meisten Fällen wird immer noch das Kf benutzt. Es hat keinen Vor- oder Nachteil, ob wir diese Formel oder diesen Ansatz nehmen. Ja, und unsere nach der Impulsgleichung hergeleitete Permeabilität wäre Korndurchmesser zum Quadrat mal Phi Quadrat geteilt durch 3 Pi. Phi ist die Porosität meines Korns. Ich vergleiche das mit dem, was man in der Literatur so findet. In der Literatur und in der Geotechnik wird am liebsten das Gesetz von Hazen verwendet aus dem Jahre 1892. Und das Gesetz von Hazen besagt, dass wir das Kf aus dem D10 berechnen können, also dem Korndurchmesser. Und da müssen Sie jetzt die Vorlesung das Sedimentinventar gehört haben, wenn Sie nicht wissen, was ein D10 ist, aber das ist der Korndurchmesser, bei dem 10% kleiner sind als dieser Korndurchmesser, einer Korngrößenverteilung. Mal ein Vorfaktor. Da das nicht einheitenkonform ist, muss man sagen, das berechne ich in Zentimeter pro Sekunde, wenn ich D10 in Zentimeter pro Sekunde angebe. Und dieser Vorfaktor schwankt allerdings sehr stark. Und es gibt eine berühmte Veröffentlichung, die hat den Namen Goodbye Hazen, Hello Kocheni Kaman, die besagt, dass dieses Gesetz oder sagt eigentlich, dass dieses Gesetz eigentlich nicht brauchbar ist, weil die Werte, die wir in der Literatur finden, schwanken zwischen 1 und 1000. 1 und 1000 sind definitiv Extremwerte, die in irgendeinem Experiment vielleicht mal herausbekommen wird. Im Allgemeinen schwanken die Annahmen, also da sagt dann der Autor, das geht also dann gar nicht, weil wir ja um 3 Größenordnungen hier schwanken. Im Allgemeinen schwanken die Werte zwischen 50 und 200, deswegen habe ich diesmal in der ganz komischen Schreibweise hier gemacht. Also die Werte schwanken meistens im Bereich 50 bis 200 und es gibt aber auch Extremwerte, dass manche festgestellt haben, der CH-Wert ist 1 oder 1000, ja, auf der anderen Seite. Eine Alternative zum Gesetz von Hazen ist das Gesetz von Kocheni-Kaman aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1903, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Oder ich weiß es nicht genau, das müssten Sie dann in Wikipedia nachschauen. Das besagt jedenfalls dieses Gesetz, und das ist ein empirisch gewonnenes Gesetz, dass der Kf-Wert ist G durch Nü, das kennen wir schon, geteilt durch eine Kocheni-Kaman-Konstante, so wird sie heute genannt. Und hier steht jetzt die spezifische Oberfläche oder die spezifische Oberflächendichte, das heißt Oberflächen pro Volumen. Wie viel Kornoberfläche habe ich in einem gegebenen Volumen? Und hier steht unsere Porenziffer. In der Vorlesung zum Porenraum hatte ich gesagt, die Porenziffer wollen wir nicht verwenden. Die rechnen wir um in die Porosität, dann würde diese Formel dieses Aussehen annehmen. Ja, für Kugeln kann man ausrechnen, dass der Oberfläche einer Kugel Pi d Quadrat Viertel geteilt durch das entsprechende Volumen 6 durch d ist. Das können wir hier also noch einsetzen. Das heißt, Kocheni-Kaman kommt auf eine Beziehung, die da besagt, Kf ist gleich g mal g durch nü mal d Quadrat durch 6kc mal Phi hoch 3 durch 1 minus durch geteilt durch 1 minus Phi zum Quadrat. Das ist heutzutage der zu empfehlende Ansatz, den man heutzutage nehmen sollte in Computermodellen. Sie brauchen dafür allerdings die Porosität, das heißt, wie viel Porenraum ist denn vorhanden und den Korndurchmesser. Aber sowohl für Hazen als auch für Kocheni kann man den Korndurchmesser ihres Bodens, ihres grundwasserdurchströmten Bodens brauchen sie immer, aber den Porenraum müssen sie ebenso abschätzen. Ja, zum Abschluss möchte ich Ihnen, so sieht das dann aus, wenn man das einmal aufträgt hier, das habe ich doppelt
Nee, das habe ich hier. Das habe ich doppelt logarithmisch aufgetragen. Das heißt, da sehen Sie eben, dass die Kf-Werte für Bereiche, für im Zentimeterbereich, das heißt, ich bin hier im Kiesbereich bis hin zum Tonbereich oder beziehungsweise Feinschluffbereich ist das hier zwischen 10 hoch minus 8 bis hin hoch zu 10 hoch 1 schwanken. Bis hin hoch zu 10 hoch 1 schwanken, also in Abhängigkeit von der Porosität auf der einen Seite und vom mittleren Korndurchmesser. Im Allgemeinen gibt man an, dass Böden allerdings folgende Werte haben sollten, wenn man das jetzt einfach mal mit festen Werten belegt. Hier sind die Bodenarten, Ton hat Porositäten zwischen 10 hoch minus 11 und 10 hoch minus 9. Kies hat Werte zwischen 10 hoch minus 4 bis 10 hoch minus 1. Dann haben wir nicht nur unsere Lockergesteine, sondern auch sonstige Gesteine, hatte ich Ihnen in der einführenden Vorlesung zum Grundwasser erzählt. Wir haben Karstgesteine, je nachdem, wenn es durch, im kleinsten Fall ist es 10 hoch minus 6 Meter pro Sekunde die Durchlässigkeit. Wenn da aber eine große Kluft ist im Karst, dann haben wir natürlich einen freien Fluss und können diesem Gesteinsart keine Porosität zuordnen. Sandstein, 10 hoch minus 10 bis 10 hoch minus 5, also hier müssen wir schon genauer gucken, was ist es denn, oder grundsätzlich müssen wir natürlich genau gucken, was passt, aber dazu werde ich Ihnen in anderen Vorlesungen zu erzählen. Salz finde ich vielleicht noch erwähnenswert, weil Sie wissen, dass man in den 90er, 80ern immer überlegt hat, wo verbringe ich meinen radioaktiven Müll, und da waren die Salzkavernen in Gorleben beispielsweise ein Ziel, und weil man eben sagte, das Salz ist so undurchlässig, dass da eigentlich kein Grundwasser oder kein Wasser jemals da diese radioaktiven Fässer in irgendeiner Form erreicht. Dass dieses Salz auch aufgelöst wird, daran hat man scheinbar seinerzeit nicht denken wollen. Ja, dann gibt es noch eine Klassifizierung, die ich Ihnen hier kurz aufgeschrieben habe, die Sie sich nur anschauen müssen. Da gibt es nichts groß zu sagen. Als sehr stark durchlässige Böden bezeichnet man Böden mit einer Durchlässigkeit größer als 10 hoch minus 2, also 0,01. Und sehr schwach durchlässig, was für den Wasserbau wichtig ist, um Dichtungsmaterialien zu erstellen, wären dann Durchlässigkeiten kleiner als 10 hoch minus 8. Zum Abschluss der Vorlesung wollte ich natürlich auch noch mal schauen, was macht unsere kleine Herleitung. Das ist das empirische Gesetz von Kocheni-Kammann. Sie sehen also das D-Quadrat, das muss ja auch ein D10 sein, das G und Nü, eine Vorfaktor, und Phi, die Porosität hoch 3 geteilt durch 1 minus Phi-Quadrat, also Phi letztendlich da stehen. Was haben wir hier hergeleitet? In unserer kleinen Herleitung hier haben wir hier eben auch noch auf diesem Bildschirm machen. In unserer kleinen Herleitung haben wir ebenfalls G und Nü da drin. Vorfaktor 1 durch 3 Nü, D-Quadrat, und hier steht Phi-Quadrat. Also unsere kleine heuristische Herleitung ist so gar nicht so schlecht. Allerdings die Abhängigkeit von, oder die tatsächlich gemessene Abhängigkeit von der Porosität trifft sie nicht exakt, aber sie zeigt doch, dass auch hier die Impulserhaltung in der Lage ist, dass Darcy-Gesetz zu bestätigen.